meine Damen und Herren, liebe Sportfreunde, wir bitten jetzt um Ihre Aufmerksamkeit. Der Präsident des Deutschen Fußballbundes, Dr. Klinsmann, wird jetzt die Verabschiedung des Bundesliga-Trainers Herrn Herberger vornehmen. Freunde des Sportes im weiten Rund des Niedersachsenstadions. Unser Bundestrainer Sepp Herberger wird heute zum letzten Mal auf heimischem Boden die Nationalmannschaft betreuen, der er mit allen Fasern seines Herzens verbunden ist. Fast drei Jahrzehnte, einmalig im Weltfußball, wurde von unserem Bundestrainer die deutsche Nationalmannschaft betreut, aufgebaut, gefestigt und diszipliniert geführt. Über Höhen und Tiefen. Über Höhen und Tiefen hat er seine Mannschaft betreut und begleitet. Wenn mal das spielerische Niveau auf dem Nullpunkt angelangt war, ist er in seiner Aufgabe niemals weich geworden. Aber darüber hinaus hat er dem deutschen Fußball in der Welt Achtung und Geltung verschafft. Und ich glaube, nicht zu viel zu sagen, wenn ich den Satz präge. Bundestrainer Sepp Herberger ist nicht nur in Deutschland, sondern bei allen Fußballfreunden der Welt ein Begriff geworden. Für diese umfangreiche und erfolgreiche Arbeit haben wir unserem Bundestrainer zu danken. Der Deutsche Fußballbund war der Ansicht, dass man unseren Sepp Herberger nur würdig ehren kann, wenn ich ihm vor der Sportöffentlichkeit in dem großen Rund des Stadions im Namen des Deutschen Fußballbundes herzlich danke. Wir danken unserem Sepp Herberger für alles, was er für den Deutschen Fußballbund getan hat. Und ich glaube, der schönste und stolzeste Tag für unseren Sepp Herberger war der 4. Juli 1954, als die von ihm betreute und geführte Nationalmannschaft die Weltmeisterschaft nach Deutschland gebracht hat. Und in Erinnerung an diesen stolzen Tag überreicht der Deutsche Fußballbund seinem Bundestrainer die Nachbildung der wertvollen Weltmeisterschaftstrophäe. Ich glaube, den Worten von DFB-Präsident Dr. Gößmann ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Denn es ist heute nicht der Tag, über Sieg oder Niederlage, Weltmeisterschaft oder nicht Weltmeisterschaft zu sprechen. Eins steht fest. Und wir alle, meine Freunde im Stadion Niedersachsen, anerkennen die Leistung, indem wir rufen unserem Bundestrainer Sepp Herberger ein dreimal Hibbit. 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 Es war die Ära Herbergers, die damit zu Ende ging. Und man kann sagen, dass er einer der populärsten Sportler war in Deutschland. Vielleicht zusammen mit Gottfried von Kamm, Max Schmeling und Fritz Walter. Für die mir zuteil gewordene Auszeichnung und Ehre möchte ich euch allen herzlichen Dank sagen für die Anhänglichkeit und Treue, die ihr unserer Nationalmannschaft, meiner Arbeit und meiner Person während drei Jahrzehnte immer wieder entgegengebracht habt. Mein besonderer Dank
geht an das große Heer der ungenannten und Unbekannten unserer Fußballerfamilie, die eigentlich immer zu mir gestanden haben. Zum Schluss möchte ich Sie alle bitten, Ihr Vertrauen auf meinem Nachfolger und Freund Helmut Schön zu schenken. Wir dienen ja alle einer guten Sache. Und wenn wir auch in Zukunft zusammenstehen, kann es um das Wohl unserer Nationalmannschaft nicht schlecht bestellt sein. Ich trete jetzt zurück in die Reihen, in eure Reihen, aus denen ich gekommen bin. Und wenn der Fußballbund in der Zukunft seine Feste feiert, dann werde ich auch unter euch sein. Zum Abschied also herzlichen Dank und auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen, Sepp Herberger.